Ich glaube, das Wichtigste ist, tolerant zu sein. Man kann nicht immer nur seinen eigenen Standpunkt durchsetzen. Das geht einfach nicht. Er war welterfahren und gleichzeitig unglaublich weltfremd. Ich denke, wenn man so weit kommt, dann muss man einen gewissen Ehrgeiz haben. Innenpolitisch sehr ungeschickt. Ich glaube, dass er in seinem Innersten der Meinung war, dass er nichts zu bereuen hat. Am Ende eine gebrochene Persönlichkeit. Ja, sicherlich habe ich vielleicht dann und wann zu emotionell reagiert. Aber bitte, in der Situation muss man das auch verstehen. Im Jahre 1754 rief Kaiserin Maria Theresia die Orientalische Akademie als Ausbildungsstätte für kaiserliche Diplomaten ins Leben. Sie ist damit weltweit die älteste noch bestehende Institution dieser Art. Aus der Orientalischen Akademie ging später die Konsularakademie hervor und aus dieser wiederum die Diplomatische Akademie. Die Konsularakademie hatte in den Jahren 1937, 1938 einen später berühmten Studenten, Kurt Waldheim. Hier ist er auch, ob nun freiwillig oder nicht, der berüchtigten SA-Reiterstandarte beigetreten. Das Pferd wurde viele Jahre später zu einem Symbol für den Protest gegen Waldheim. Die Wahlkampfmaschine der ÖVP läuft auf Hochtouren. Kurt Waldheim, international erfahrener Diplomat und ehemaliger UN-Generalsekretär, ist der ÖVP-Kandidat zur Wahl 1986. Kurz nach der Nominierung verdichten sich Gerüchte um Lücken in Waldheims Kriegsvergangenheit. Mit seiner ausdrücklichen Erlaubnis nimmt der Profiljournalist Hubertus Czernin Einblick in Waldheims Wehrstammbuch im Staatsarchiv, welches eine Mitgliedschaft des angehenden Diplomaten beim NS-Studentenbund und bei der SA-Reiterstandarte 590 ab dem Jahr 1938 aufweist. Eine New York Times-Schlagzeile rückt ihn in die Nähe von Kriegsverbrechen in den von der Wehrmacht besetzten Ländern Jugoslawien und Griechenland. Was sagen Sie dazu? Dass das auch unwahr ist. Hier ist offenbar eine Kampagne im Gange, eine Verleumdungskampagne. Das muss man ganz offen einmal aussprechen. Plötzlich, nach 40 Jahren, nachdem ich 10 Jahre Generalsekretär war, wo Zeit genug gewesen wäre, diese Anschuldigung zu verifizieren, und klarzustellen, nein, jetzt, weil ich hier in Österreich mich um die Präsidentschaft bewerbe, plötzlich werden diese Dinge ausgegraben. Waldheim ist ein ungewollter Baumeister eines anderen Verständnisses, nämlich eines Geschichtsverständnisses. Das wollte er sicher nicht. Ich sage das eigentlich zu seinem Schutz, er hat die Problemstellung, die er bedeutet hat, letztlich nie ganz begriffen. Der World Jewish Congress mit Sitz in New York schaltet sich ein und präsentiert weitere schwere Vorwürfe aus der Akte Waldheim. Waldheim sollte später auf die Watchlist gesetzt werden. Das bedeutet ein lebenslanges Einreiseverbot in die USA. Ich bin kein Nazi ist sein immer wiederkehrender Konter in der internationalen Presse. Hungerstreik vor dem Bundeskanzleramt. Amerikanische Aktivisten fordern Waldheims Rücktritt von der Kandidatur. Ein Holzpferd des Republikanischen Clubs wird als aktionistisches Symbol für Waldheims Mitgliedschaft bei der SA-Reiterstandarte gebaut. Proteste überschatten Waldheims öffentliche Auftritte. Über 4000 vorwiegend ältere Sympathisanten unterstützen ihren Kandidaten beim Wahlkampfauftakt in Linz. ÖVP-Chef Alois Mock stellt sich gegen die seiner Meinung nach verleumderischen Vorwürfe. Wir lassen uns daher von niemandem Hass und Zwietracht in unser Land hineintragen, auch wenn das einige wenige Vertreter des jüdischen Weltkongresses in New York tun, gemanagt von Österreich aus. In ÖVP-Kreisen vermutet man die SPÖ als Drahtzieher der Kampagne gegen Waldheim. Kanzler und SPÖ-Vorsitzender Sinowatz entgegnet auf einer Pressekonferenz. Ich habe mich kurzfristig zu dieser Pressekonferenz entschieden, weil ich sage es da ganz offen, weil es mir jetzt reicht. Glauben Sie mir, der SPÖ ist es wirklich völlig egal,
ob Waldheim bei der SA war. Bundespräsident Kirchschläger versucht, den Konflikt zu entschärfen. Wäre er Staatsanwalt, er könnte es nicht verantworten, gegen Waldheim aufgrund der vorgelegten Materialien Anklage zu erheben. Aber er musste daher Kraft dieser Aufgabe über die gesamte Situation in seinem Zuständigkeitsbereich, einschließlich der gesamten Kriegführung am Balkan, wohl informiert gewesen sein. Der Bundespräsident ist isoliert. Mit Parolen wie jetzt erst recht hatte die ÖVP den Wahlkampf durchgeboxt und schlussendlich auch gewonnen. Aber zu welchem Preis? Von den Amerikanern auf die Watchlist gesetzt, von den meisten westlichen Staaten ignoriert, ist Kurt Waldheim ein Bundespräsident mit nur äußerst geringem Handlungsspielraum. Seine durchaus bemerkenswerte internationale diplomatische Karriere scheint im Lichte der Anschuldigungen vergessen. Ich habe mich von meiner frühesten Jugend an immer sehr dafür interessiert, für unser Land draußen arbeiten zu können. Und Sprachen haben mich sehr interessiert. Gott sei Dank habe ich dafür auch eine Begabung gehabt, zum Unterschied von Mathematik, was ich nicht sehr geliebt habe. Und es hat mich also schon in frühester Jugend interessiert, ins Ausland zu kommen, fremde Menschen kennenzulernen. Und so war es dann auch mein Wunsch, die Konsularakademie zu besuchen. Geboren wird Kurt Waldheim im Dezember 1918 als erstes von drei Kindern eines Lehrers in St. André-Wörthern. Die Familie zieht aber bald nach Tulln um, von wo aus er das Gymnasium in Klosterneuburg besucht. Nach abgelegter Reifeprüfung meldet er sich freiwillig zum Bundesheer und dient in einem Kavallerieregiment in Stockerau. Ab 1937 besucht er die Konsularakademie. Nach dem Anschluss 1938 wird er von der deutschen Wehrmacht einberufen, nimmt an der Besetzung des Sudetenlandes teil, wird gegen Ende des Jahres aber wieder ausgemustert und setzt sein Studium an der juridischen Fakultät fort. Im August 1939 wird er wieder eingezogen und dient an unterschiedlichsten Kriegsschauplätzen, darunter auch am Balkan und in Griechenland, als Dolmetscher und Ordonnanzoffizier. Eine Zeit, die er in seiner Biografie später auslässt. Im April 1944 vollendet er während eines Studienurlaubs seine Dissertation zum Doktor der Rechte und heiratet im August Elisabeth Ritschl. Zu Kriegsende war ich in Norditalien. Wir sind aus dem Raum Triest Richtung Klagenfurt gekommen. Bin dann in Klagenfurt zuletzt mit einigen anderen Kameraden beisammen gewesen. Und wir sind dann gemeinsam mit einem der letzten Züge durch das Malnitzer Tunnel nach Schwarzach-Sandfeit. Und von dort bin ich zu Fuß zu meiner Frau, die in der Ramsau sich aufgehalten hatte. Sie hat das erste Kind erwartet. Ich habe daher sofort versucht, nach Ramsau zu kommen. Aber zu meiner Überraschung war das Kind bereits da. Es sollte eigentlich erst später kommen, aber es ist um einige Zeit zu früh gekommen. Ende November 1945 tritt Waldheim vorläufig in die politische Abteilung des Außenamtes im Bundeskanzleramt ein und wird bald darauf Außenminister Karl Gruber zugeteilt. Ich wurde ihm dann im Jänner des darauffolgenden Jahres, also im Jänner 1946, als Sekretär zugeteilt und habe mit ihm auch diese Reisen in das Ausland gemacht, vor allem an den Staatsvertragsverhandlungen mitgearbeitet. Wir haben damals in London vor allem verhandelt, aber auch in Paris und 1947 in Moskau. Im Jänner 1946 wird auch Waldheims Zugehörigkeit zur SA-Reiterstandarte 590 im Außenamt bekannt und folglich ein Entnazifizierungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Seine Karriere steht aufgrund der strengen Entnazifizierungsbestimmungen vor dem Ende, bevor sie begonnen hat. In einer Stellungnahme erklärt Waldheim der Kommission, nur zu sportlichen Zwecken der Standarte angehört zu haben. Außenminister Karl Gruber, der aus der Tiroler Widerstandsbewegung kam, rettet ihn und ermöglicht ihm damit eine weitere diplomatische Laufbahn. Das Verfahren wird eingestellt und unter Verschluss gehalten. Mit Bescheid vom 29. Juni 1946 wird Waldheim offiziell in das Außenamt übernommen. Zwei Jahre später wird er Legationssekretär an der österreichischen Gesandtschaft in Paris. Ich wurde dieser Gesandtschaft im Jänner 1948 zugeteilt als erster Legationssekretär
und habe damals eine sehr interessante Zeit erlebt. Es sind ja die Staatsvertragsverhandlungen weitergegangen und die französische Regierung hat dabei ja eine sehr wichtige Rolle gespielt. Auch die Südtirol-Verhandlungen sind zur damaligen Zeit gelaufen. Es war also für mich als erster Auslandsposten eine sehr ereignisreiche und interessante Zeit. Also für mich war er oder ist er ein typischer Karrieremensch der Nachkriegszeit, der versucht hat, die Zeit des Krieges, die er als junger Mann noch erleben musste, möglichst schnell abzuschütteln und dann Karriere in seinem Fall in der Diplomatie zu machen. Nicht nach links, nicht nach rechts schauen, seinen Weg gehen. Natürlich ein Großkoalitionärer, auch noch geprägt von der Zwischenkriegszeit, aber im Wesentlichen den Aufstieg, den sozialen, beruflichen Aufstieg vor Augen. Ich glaube, er war ein klassischer Diplomat, sozusagen in allen Vor- und Nachteilen dieser Berufsgruppe. Das ist eine Art professionelle Deformation, die natürlich auch stattgefunden hat. Den Versuch des Ausgleiches, der Freundlichkeit nach allen Richtungen. Sozusagen nie genau gewusst, was er wirklich denkt. Aber das ist eine Art Berufskrankheit, weil die Diplomaten werden ja vor allem dazu bestellt, dass sie Meinungen interpretieren und weitergeben, die nicht unbedingt ihre eigenen sind. Das, glaube ich, hat er ganz ausgezeichnet gemacht. Aus Paris zurückberufen, leitet Waldheim von 1951 bis 1955 die Personalabteilung im österreichischen Außenministerium. Von dort führt ihn sein Weg wieder auf das internationale diplomatische Parkett. Zunächst ist Waldheim ständiger Beobachter Österreichs bei den Vereinten Nationen, um 1956 Chef der Mission in Kanada zu werden, von der er 1960 wieder nach Österreich zurückkehrt, wo er die Leitung der Westabteilung in der politischen Sektion des Außenministeriums übernimmt. 1962 wird Waldheim politischer Direktor des Außenressorts und schließlich Botschafter bei den Vereinten Nationen. Im Jänner 1968 holt ihn Josef Klaus als Außenminister in die ÖVP-Alleinregierung. Als im August Panzer des Warschauer Pakts den Versuch der Liberalisierung und Demokratisierung in der Tschechoslowakei gewaltsam niederschlagen, leitet das Außenamt eine Weisung des ÖVP-Innenministers Soronitsch an den Botschafter in Prag Rudolf Kirchschläger weiter, keine Visa an ausreisewillige Tschechen zu erteilen. Kirchschläger, der sich moralisch außerstande sieht, diese Weisung zu befolgen, bittet Waldheim um eine Überprüfung. Soronitsch hebt die Weisung auf und lässt Kirchschläger in der Angelegenheit freie Hand. In Prag können tausende Visa ausgestellt werden. Nach einem weiteren Jahr als Botschafter bei den Vereinten Nationen nominiert die ÖVP 1971 den ehemaligen Außenminister und Spitzendiplomaten zur Wahl des österreichischen Bundespräsidenten. Wie schon bei früheren Bundespräsidentenwahlen wird dieser Werbefeldzug nach außen hin nicht von der Partei des Kandidaten, die ihn nominierte, sondern von Komitees getragen, in denen Wissenschaftler, Künstler und Sportler im Vordergrund stehen und Politiker nur eine Nebenrolle spielen. Waldheim unterliegt dem Amtsinhaber Franz Jonas, der die Wahl mit 52,8% für sich entscheidet. Mit der Bundespräsidentschaft wird es nichts. Aber noch im selben Jahr, 1971, wird Kurt Waldheim zum UNO-Generalsekretär gewählt. Ein Amt, das er 10 Jahre lang ausüben wird. Eine dritte Amtszeit wird nur durch ein chinesisches Veto verhindert. Kennen Sie eigentlich Voyager 1? Nun, das ist eine Sonde, die im Jahre 1977 von der Erde gestartet, auch heute noch, jeden Tag immer weiter in den Weltraum vordringt. Sie ist das am weitesten von der Erde entfernte, von Menschenhand geschaffene Objekt. Mit an Bord die Voyager Golden Record mit Bildern, Musik und einer gesprochenen Grußbotschaft des UNO-Generalsekretärs Dr. Kurt Waldheim. As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. Bundeskanzler Bruno Kreisky setzt sich für Waldheim bei der UNO ein, auch um den geplanten dritten UNO-Standort in Wien zu stärken. Die Bundesregierung unterstützt eine Kandidatur Waldheims zum Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine Funktion, die er schließlich 10 Jahre ausüben wird. 1985 nominiert ihn die ÖVP erneut für die anstehende Bundespräsidentenwahl.
Vorsichtig erkundigt er sich bei Bruno Kreisky, ob dieser für die SPÖ kandidieren werde und sondiert eine überparteiliche Kandidatur, die die SPÖ ablehnt. Er war ja unglaublich selbstsicher und selbstbewusst. Also er hat ja, glaube ich, ist nach Österreich gekommen für diesen Wahlkampf und hat sich gedacht, das wird eine gemähte Wiesen sein. Und das Interessante ist, wie dieser erfahrene, weltgewandte Mann völlig verblüfft und überhaupt nicht in der Lage war, dann mit den plötzlich auftretenden Vorwürfen umzugehen und einen Weg zu finden, über die Vergangenheit und über das, was ihm in den Kriegsjahren passiert ist, zu sprechen. Also wie quasi die gesamte diplomatische Ausbildung ihm nichts genutzt hat, in dem Moment, wo er dann unter innenpolitisches Sperrfeuer geriet. 1986, als die Welt von Kurt Waldheim noch in Ordnung war. Wälder, Wiesen, ein lachender Spitzenkandidat, ein Werbefilm der ÖVP. Ein Mann im Kreis der Mächtigen, ohne Makel, reihum geachtet, unschlagbar, wenn es um die Wahl des künftigen Präsidenten Österreichs geht. Doch eine Affäre deutet sich an. Als wir auf ihn zugekommen sind damals und gesagt haben, bitte, da kommt etwas, angeblich wird es furchtbare Veröffentlichungen über sie geben in der New York Times. Es gibt dieses Gerücht in Wien, die ihre Vergangenheit betreffen. Und daraufhin können wir in ihren Wehrdienstakt Einblick nehmen. Daraufhin hat er gesagt, selbstverständlich. Also er hat sich auch überhaupt nicht davor gefürchtet. Wien, österreichisches Staatsarchiv, zweites Untergeschoss. Zum ersten Mal Filmaufnahmen eines historischen Dokuments. In unzähligen Kartons ist die Vergangenheit Hunderttausender Österreicher im Zweiten Weltkrieg dokumentiert. Das Wehrstammbuch als penibler Nachweis aller Stationen einer Soldatenkarriere. Die Einsätze an unterschiedlichen Fronten, Beförderung, Krankenakte und die Mitgliedschaft bei NS-Organisationen, alles fein säuberlich aufgelistet. Waldheim wusste nicht, was in seinem Wehrstammbuch steht. Der Profiljournalist Hubertus Czernin hebt vor 30 Jahren das Dokument mit Erlaubnis Waldheims aus. Was als persönliche Entlastung gedacht war, wird aber zur Affäre für den Präsidentschaftskandidaten. Handschriftlich vermerkt, Kurt Waldheim als Mitglied des Nationalsozialistischen Studentenbundes und Mitglied der Reiter-SA. Ich habe das als Herausgeber des Profil zu bewerten gehabt. Und da ich ziemlich lange beim Simon Wiesenthal im Büro mitgearbeitet habe, habe ich mich in solchen Fragen ausgekannt. Das heißt, wenn jemand bei der SA war, sehr früh, im Jahre 36 oder sowas, dann war er ein deutlicher, engagierter Nazi, weil da musste man sich dahin melden. Wenn er hingegen nach dem Anschluss in der SA gewesen ist, noch dazu in irgendeinem Sportverein, dann war die größte Wahrscheinlichkeit, dass er nicht einmal wusste, dass er dabei war, sondern dass er inkorporiert wurde, weil damals eine ganze, sozusagen jeder Männerverein in die SA inkorporiert wurde. In der New York Times erscheint besagter Artikel und bringt die Affäre endgültig ins Rollen. Der World Jewish Congress versammelt in New York die Weltpresse. Generalsekretär Israel Basinger gegen Kurt Waldheim. Die Organisation kämpft um Aufmerksamkeit, mit harten Worten und überzogenen Vorwürfen. Wir sind heute hier bemüht, das erste Kapitel einer eingehängten Analyse von knappen 6 Wochen darzulegen, die die massive 40 Jahre Täuschung bezüglich einer 5-jährigen Nazi-Karriere beweist. Es ist nicht möglich, all das zu dokumentieren, was Kurt Waldheim während seiner Nazi-Laufbahn getan hat. Unsere erste Anklage ist, dass Waldheim ein Nazi war. Eine Pressekonferenz mit Folgen. Die Empörung in Österreich schlägt hohe Wellen. Sondersendungen im ORF.
Der gerade erst angelaufene Präsidentschaftswahlkampf steht plötzlich im Mittelpunkt des Weltinteresses. Und Kurt Waldheim ist überfordert. Die täglich neuen Angriffe beantwortet er mit viel Emotion, aber wenig Information. Gleich beim ersten Fernsehauftritt eine Aussage, die Waldheim sein Leben lang begleiten wird. Der wurde nicht von mir ausgeführt. Ja. Ich war im Jahr 40 war ich bei der deutschen Wehrmacht eingerückt als Soldat, wie hunderttausende Österreicher auch, die ihre Pflicht erfüllt haben. Das möchte ich auch hier feststellen. Und seine entscheidende Rede im Fernsehen, wo dann der berühmte Satz, ich habe nur meine Pflicht getan, vorgekommen ist, da wurde mir der Text gebracht. Ich war damals Vizebürgermeister. Den hat mir interessanterweise der Otmar Karas, der spätere Schwiegersohn, hier überreicht. Der hat von sich aus die Rede herausgenommen, durchgeblättert, hat einen roten Kopf gekriegt und gesagt, jetzt hat er das schon wieder gestrichen. Denn ich hatte ihm einen Text vorgeschlagen, wo klar die Akzeptanz seiner geschichtlichen Verantwortung drinnen gestanden ist. Ich glaube, dass aus dieser Generation fast jeder die Antwort gegeben hätte, ich habe nur meine Pflicht getan. Das war die Wehrpflicht und man ist eingerückt. Und das bedeutet nicht, dass man sich zwingend identifiziert hat. Die Generation des Dr. Waldheim und all seiner Kollegen im Außenministerium waren die, die der Welt immer wieder erklärt haben, wir sind ja Hitlers erstes Opfer. Und er hat das so in sich internalisiert gehabt und hat dann die entscheidenden Jahre nicht mitbekommen, die hier in Österreich gelaufen sind, wo man gesagt hat, ja, aber da war ja auch was. Gibt es ja eine zweite Seite, die der persönlichen Schuld, und die war ganz dramatisch. Ich habe es satt, mir immer untergründig nachsagen zu lassen, ich sage nicht die Wahrheit. Was ihm selber und letztendlich uns allen so geschadet hat, war eher, dass er nicht wirklich umgehen konnte mit den Vorwürfen. Es ist ihm nicht gelungen, denen, die daran interessiert waren, und das waren sehr viele, mitzuteilen, bekannt zu geben, zu vermitteln, dass er etwa mit Erschießungen oder mit sonstigen Vorwürfen, die eben an diesen Teil der Wehrmacht gerichtet wurden, nichts zu tun hat. Zeitungsbericht um Zeitungsbericht, täglich neue Vorwürfe, täglich neue Rechtfertigungen. Ein Tross hunderter Journalisten aus aller Welt heftet sich an die Fersen von Kurt Waldheim. Dieser fixiert seine Verteidigungslinie. Ich habe nichts getan und nichts gewusst. Ich habe keinen Judentransport gesehen. Ich saß nämlich nicht in Saloniki, sondern weit außerhalb, circa 6 Kilometer außerhalb von Saloniki, in einem Ort, der Asaki hieß. Das war das Oberkommando der Heeresgruppe, ein ehemaliges amerikanisches College. Und ich habe davon, ob man es mir jetzt glaubt oder nicht, nichts gewusst. Ich hatte auch vorher keinen Grund zu sagen, ich wusste von irgendwelchen Deportationen. Ich habe sie nicht gesehen und ich kann das beschwören. Wenn man ihn da gesagt hätte, Herr Waldheim, wie heißen Sie, hätte er geantwortet, nein. Schon in Waldheims Amtszeit als UNO-Generalsekretär wurde eine offizielle Anfrage eines US-Abgeordneten zu seiner NS-Zeit von ihm abgeschmettert. An seiner ehemaligen Wirkungsstätte in New York sind die Angriffe am heftigsten. Er wurde zu einer Art Symbol für den Umgang mit der unbewältigten Vergangenheit in Europa, mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Daher hatte die Waldheim-Affäre hier in Amerika eine besondere Bedeutung. Nicht größer als in Österreich, aber größer, als es dem Fall selber entsprach. In diesem Sinne wurde die Affäre zum Symbol für die späteren Jahrzehnte der Erinnerung in Europa, wo man vieles noch nicht aufgearbeitet hatte. Besonders die jüdischen Organisationen in den USA sahen die Waldheim-Affäre als ein Symbol für Europas unbewältigte Vergangenheit mit Shoah, Holocaust und der Endlösung. Mit dem Diplomaten Waldheim wollte die ÖVP erstmals seit 1945 die Hofburg erobern. In allen Umfragen lag der Ex-UNO-General weit voran. Sogar eine Unterstützung Waldheims durch die SPÖ war im Gespräch. Die Präsentation des Kandidaten fast schon ein Staatsakt. Die ÖVP ist in der Opposition. Waldheims Sieg soll das Vorspiel für einen Bundeskanzler Mock sein. Der Hauptgrund ist seine unbezweifelbare Eignung in der Fähigkeit, Gegensätzliches zusammenzuführen, und liegt in seinem internationalen Ansehen. Im Plakatarchiv der Nationalbibliothek. Erinnerungen an einen untypischen Wahlkampf.
Die ÖVP wirbt in Österreich mit der Skyline von New York um Stimmen. Waldheim, der große Staatsmann. Waldheim, der Mann, dem die Welt vertraut. Dass alles anders kam, hat mit der SPÖ zu tun, sagt die ÖVP. Die Vergangenheit Waldheims wirft Schatten, weil die SPÖ ihre Scheinwerfer darauf richtet. Die Umfragewerte der SPÖ waren im Keller. Sinner war zwar kein erfolgreicher Nachfolger von Bruno Kreisky. Und man hat einfach versucht, den Spitzenkandidaten, den Kandidaten für die nächste Bundespräsidentschaftswahl so unmöglich zu machen, dass er trotz der hohen Werte, die er hatte, verliert. Soweit die Sicht der Dinge in der ÖVP. In seitenlangen Dossiers wird die exakte Vorgehensweise festgehalten. Die Kampagne mit der Kampagne. Kurt Waldheim zu Unrecht verfolgt von gewissen Kreisen und vor allem den Sozialisten. Die SPÖ ist von der Wirkung der Anti-Waldheim-Kampagne überrascht. Die internationalen Angriffe lassen die Österreicher zusammenrücken. Und SP-Kandidat Kurt Steirer, der hat nie an den Sieg geglaubt. Ich habe hundertprozentig sicher gewusst, am 6. Februar 1986, dass die Wahl verloren ist. Da habe ich mit meinem Pressesprecher Manfred Buchacher gesprochen. Ich habe gesagt, Manfred, die Wahl ist verloren. Er sagt, ach geh, du liegst doch so sympathisch, wie du bist und so weiter. Ich habe gesagt, Sympathie ist eine Seite und Wahlverhalten ist eine andere Seite. Linz, grüßt Dr. Kurt Steirer und seine charmante Gemahlin. Kurt Steirers Wahlkampfauftritte sind routiniert, aber unspektakulär. Der Schatten Waldheims ist zu groß. Viele, auch brave Parteigenossen, machen die SPÖ für die Angriffe aus dem Ausland verantwortlich. Die Kriegsgeneration wendet sich von der SPÖ ab. Da hat es ja Auftritte gegeben. Ich bin also in Wahlveranstaltungen der Partei gegangen. Da sind mir Leute entgegengekommen, haben gesagt, Genosse Steirer, bist mir sehr sympathisch, habe immer rot gewählt, aber diesmal wähle ich den anderen. Ich war am Balkan, ich lasse mich vielleicht nicht zum Kriegsverbrecher stempeln. Freundschaft. So ist gegangen. Die Strategie der ÖVP geht auf. Der Slogan jetzt erst recht greift. Die Österreicher wollen sich nichts dreinreden lassen, schon gar nicht vom jüdischen Weltkongress. Antisemitische Emotionen werden Teil der Politik. Die Waldheim-Wahlkampfmaschine läuft auf Hochtouren. Während sich Teile der Weltöffentlichkeit über seine Vergangenheit empören, druckt die ÖVP die Stimmung im Land auf leuchtend gelbes Papier. Also sie haben quasi eine Kampagne mit der Kampagne gestartet. Und das war auch der Moment, wo dann im Wahlkampf Waldheim wieder ein bisschen Tritt gefasst hat. Also in dem Moment, wo er sich nicht mehr um die Vorwürfe kümmern musste und nicht mehr die ganze Zeit erklären musste, wo war er genau an dem Tag vor so und so vielen Jahren, an welchem Kriegsschauplatz. In dem Moment, wo er sich darauf beschränken konnte, über seine Gegner zu schimpfen und zu sagen, was für eine schlimme Verschwörung das gegen ist, in dem Moment funktionierte der Waldheim-Wahlkampf auch wieder. Siegesgewiss. Aber wenn Waldheim auf linke Gegendemonstrationen trifft, wird der Ton ungemütlich. Das Land ist gespalten. Meine Damen und Herren, das ist die Art, wie die freie westliche Demokratie von den Linken missbraucht wird. Dagegen werden wir uns zur Wehr setzen. War es die SPÖ, die Waldheims braune Vergangenheit zum Thema machte? Die Antworten bleiben vage. Was war denn nun die Strategie? Darzustellen, dass ein Abschnitt seines Lebens ausgespart wurde, dass das ein Abschnitt war, der eine braune Vergangenheit war oder sein konnte und von ihm verlangt, dass man mehr darüber hört. Das, glaube ich, war kein Fehler. Der Fehler war nur, dass man nicht damit gerechnet hat, wie viele Gruppierungen sich auf das Ganze setzen, welche Dimensionen das annimmt und welche Reaktionen im Wahlkampf es von der anderen Partei dann gibt. Offenbar war das alles vorbereitet. Und ich konnte nur hoffen, dass im Zuge der Kampagne, also im Zuge der Wahlkampagne, diese Fragen aufgeklärt werden konnten. Mehr war ja damals nicht drinnen. Ich habe ja damals noch nicht geahnt, dass das alles sich in dieser Form abspielen und hinziehen wird, wie es tatsächlich der Fall war. Pressekonferenz von SPÖ-Chef Fred Sinowatz. Das Thema Waldheim und seine NS-Vergangenheit ist den Sozialisten entglitten. Die Sozialistische Partei hat 86 ein Glaubwürdigkeitsproblem gehabt, weil ja, was immer man Kurt Waldheim vorwerfen konnte, zu Recht oder zu Unrecht, sozusagen vergleichsweise eine geringere Dimension gehabt hat als das, was man Friedrich Peter
vorwerfen konnte. Und es war erst 11 Jahre her, dass Bruno Kreisky und fast die gesamte SPÖ sich sehr eindeutig, ja geradezu aggressiv, auf die Seite des SS-Offiziers Friedrich Peter gestellt haben. Schwierige Tage für Kreisky-Nachfolger Sinowatz. Der Burgenländer hatte schon im Herbst 85 vor burgenländischen Genossen die rote Strategie, Waldheims braune Vergangenheit anzusprechen, ausgeplaudert. Ein Satz wird legendär. Schauen Sie, mit der SPÖ ist es wirklich völlig egal, ob Waldheim bei der SA war. Wir nehmen zur Kenntnis, dass er nicht bei der SA war, sondern nur sein Pferd bei der SA gewesen ist. Bitte, nur eines ist mir heute, und das sage ich zum Schluss, aufgefallen, meine Damen und Herren. Der Dr. Waldheim war heute überall nur halbert dabei, wie ich schon sagte. Das war ja nicht vorgesehen, dass ich diesen Satz gebrauche bei der Pressekonferenz, sondern deswegen, weil jede Diskussion über diese Vergangenheit auf Widerstand gestoßen ist. Und daher war diese Ad-hoc-Formulierung von mir mit dem Pferd, dass das nachher diese Folgen mit sich brachte, konnte ich ja nicht ahnen. Künstler und Intellektuelle greifen in den Wahlkampf ein. Ein Holzpferd nach einem Entwurf von Alfred Rydlitschka wird zum Symbol der Waldheim-Gegner. Wir haben dieses Pferd hier errichtet gegen Gedächtnisschwund. Im Juni 1986 wird Kurt Waldheim im zweiten Wahlgang zum Bundespräsidenten gewählt. Der frühere Außenminister, Diplomat und UN-Generalsekretär erhält fast 54% der Stimmen. Dr. Kurt Waldheim ist heute zum Bundespräsidenten gewählt worden. Die ÖVP feiert nicht nur den Sieg Waldheims. Sie feiert den Erfolg über die rot-blaue Regierung Sinowatz-Steger. Nach 16 Jahren Opposition scheint ein Machtwechsel greifbar, was sich später als Fehleinschätzung herausstellen wird. Dennoch, Sinowatz tritt einen Tag nach Waldheims Wahl zurück. Am Tag der Wahl und nachher war meine Überzeugung, dass der Wechsel notwendig war. Und wissen Sie, wenn man, so wie ich, ja nicht Bundeskanzler wurde, weil das der Karrierewunsch gewesen ist, sondern weil man es aus Verantwortungsbewusstsein für eine Zeit des Übergangs machen musste, war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit im Interesse der Gesinnungsgemeinschaft, aber auch im Interesse Österreichs, einen Wechsel vorzunehmen. Und ich habe das sehr bewusst gemacht. Die Wahlniederlage war nicht der Grund für den Wechsel, aber es war ein Anlass dafür. Der junge Finanzminister Franz Vranitzky übernimmt Kanzleramt und Parteivorsitz unbelastet, sichert der SPÖ mit 43,11% im folgenden Herbst knapp die Mehrheit im Land und koaliert mit der ÖVP. Vranitzky wird von Bundespräsident Waldheim angelobt. Das wechselseitige Vertrauen ist denkbar gering. Und daher habe ich mich sehr bemüht, bei großen inneren Vorbehalten gegen alles, was rechts außen ist, gegen alles, was Waldheim nachgesagt wurde, auch wie er, ich habe das oft mit ihm besprochen, manchmal bis heute, wie er selber mit seiner eigenen Situation nicht fertig geworden ist. Es war damals, das Vorbild war Richard von Weizsäcker, der eine, als deutscher Bundespräsident eine Erklärung abgegeben hat, der klaren Distanz und Distanzierung seiner Person und der Bundesrepublik Deutschland vom Hitler-Staat. Und ich habe Waldheim ab und zu empfohlen, schauen Sie sich einmal die Rede Weizsäckers an, ob sie da nicht einen ähnlichen Schritt setzen sollten. Und er hat das abgelehnt. Er hat das gar nicht für notwendig erachtet, weil er war strikt der Auffassung, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen in den Jahren 1942, 43. Mein Problem und das Problem des Staates war ja aber nicht das Jahr 42, 43, sondern 86, 87. 50 Jahre nach dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland. Gedenken an den März 1938. Schon im Vorfeld dieser Veranstaltung gibt es Streit. Waldheim spricht im ORF. Klare Worte, freilich mit wenig Wirkung. Es gab Österreicher, die Opfer und andere, die Täter waren. Erwecken wir nicht den Eindruck, als hätten wir damit nichts zu tun. Ich erinnere mich gut, wie die Neue Zürcher Zeitung auf Seite 1 in einem Leitartikel geschrieben hat, endlich großartig, der Dr. Waldheim findet die richtigen Worte. Es hat überhaupt kein Echo mehr gehabt. Die Punzierung und der Schatten,
die über ihm lagen, waren einfach zu stark. Und es musste dann eine neue, eine frische Persönlichkeit wie Franz Vranitzky sein, um diese Botschaft offenbar auch glaubwürdig drüber zu bringen. Franz Vranitzky kann tun, was Waldheim verwehrt ist. Der Bundeskanzler besucht 5 Jahre nach Waldheims Rede Israel und spricht bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde in Jerusalem über Österreichs Mitschuld am Judenmord. And to seek justice, the most brutal, hideous perpetrators. Waldheim amtiert in der Wiener Hofburg. Ein Bundespräsident, der die Welt kennt und den die Welt kennt. Aber sein Aktionsradius bleibt beschränkt. Der Kanzler nützt den Freiraum. Sicherlich habe ich daraus politisch keine Nachteile gehabt. Denn die einen haben gesagt, ja, wenigstens der wird in Washington oder in London oder in Amsterdam, besonders komplexes und kompliziertes Pflaster in dieser Angelegenheit, der wird empfangen, der geht dort aus und ein wie eben ein normaler österreichischer Politiker. Und das war ein Teil auch meiner Arbeit, um aus dieser Verklemmung, aus dieser teilweise auch Niedergeschlagenheit vieler Österreicher wieder herauszukommen und zu einer gewissen Normalität zurückzuführen. Papst Johannes Paul II. Durchbricht die Isolation. Der Heilige Vater empfängt Kurt Waldheim im Vatikan, trotz Protesten. Es wird der einzige offizielle Staatsbesuch des Bundespräsidenten im Westen bleiben. Auslandsbesuche führen in diesen Jahren meist in den Nahen und Fernen Osten. Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien, Jordanien. Wer von Israel und jüdischen Gruppen attackiert wird, der findet viele arabische Freunde. Waldheim versucht, Kreiskys Nahostpolitik fortzusetzen. Sein größter Erfolg? Es gelingt bei Iraks Machthaber Saddam Hussein, die Freilassung von österreichischen Geiseln zu erwirken, die sich seit dem irakischen Überfall auf Kuwait in seiner Gewalt befinden. Auch Amerikaner kommen frei. Und als mir der Saddam Hussein bei einem Mittagessen, das nach den Verhandlungen, nach der ersten Phase der Verhandlungen stattgefunden hat, flüsterte, dass er beschlossen hat, mir als Gastgeschenk diese 93 Österreicherinnen und Österreicher, die da Gefangenen waren, zurückzugeben. Und er hat mir gesagt, es wird ein paar Tage dauern, bis wir so weit sind, aber ich kann Ihnen diese Zusage machen. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich habe also morgen schon wieder wichtige Besprechungen in Wien. Ich würde Sie doch bitten, dass ich Sie gleich mitnehmen kann. Die Befreiung der Geiseln. Waldheim ist auf dem Höhepunkt seiner Popularität im Inland. Für kurze Zeit ist alles andere vergessen. Hoffnungen auf eine Präsidentschaft im ruhigen Fahrwasser wären aber nur kurz. Das amerikanische Justizministerium setzt Waldheim auf die sogenannte Watchlist. Der österreichische Bundespräsident darf damit nicht in die USA einreisen. Ein unglaublicher Affront. Neil Scheer war Ermittler des US-Justizministeriums. Er hat die Watchlist-Entscheidung herbeigeführt. 2 Jahrzehnte danach beharrt er auf seiner Entscheidung. Ich glaube nicht, dass er unfair behandelt wurde. Es stimmt auch nicht, dass es keine rauchende Pistole gäbe. Unser ganzer Bericht ist eine rauchende Pistole und arbeitet sehr komplexe Fakten aus. Er war nicht kooperativ. Wir mussten graben und graben. Es war wie das Schälen einer Zwiebel. Hinter jeder Schicht verbarg sich etwas Neues. Das Gesamtbild ist verdammt übel. Keine Frage, es war die richtige Entscheidung und wir würden es wieder tun. Jedes Mal, wenn die Angelegenheit vor amerikanischen Behörden diskutiert wurde, wurde unsere Sicht bestätigt. Es ist ein abgeschlossener Fall. In dem Moment, wo er dann auf der Watchlist stand, war er als Präsident einfach erledigt und wie gelähmt. Also seine Reputation war dahin. Und das ist, glaube ich, auch das Schlimmste gewesen für ihn persönlich, dass er von einem Schlag auf den anderen mit einem Mal international isoliert war und keiner mit ihm mehr etwas zu tun haben wollte. Eine internationale Historikerkommission soll ein für alle Mal klären. Hat Kurt Waldheim persönliche Schuld an Nazi-Kriegsverbrechen? Die Kommission soll ein Befreiungsschlag werden. Alle Fakten auf den Tisch, klare Wertungen. Erinnerungen an ein Gespräch. Wir sind hingefahren und wurden sehr freundlich empfangen. Und dann saßen wir so in lockerer Runde im Wohnzimmer. Und es gab erst so ein bisschen Vorgespräch und so weiter. Und ich war
Und naja, und dann haben wir dann mit unseren Fragen begonnen. Und ich nehme an, oder ich denke, ich hatte bei dieser oder jener Frage den Eindruck, dass er ein bisschen stutz und erstaunt war, dass überhaupt sowas gefragt werden konnte. Das hatte ich schon. Er hatte da vielleicht das auch anders erwartet, denke ich. Ich habe manchmal sehr direkt gefragt. Das ist ja in dem Protokoll da ja noch zu. Aber häufig auch die Antwort bekommen, das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei und so weiter. Und so dass er zum Schluss, ich glaube, ich stärker betroffen war als Waldheim von diesem Gespräch. Also das hatte ich nicht erwartet, dass einer, und das war nicht immer elegant, manchmal war es auch eine Art Hilflosigkeit, aus der heraus er sagte, ich weiß nicht. Der Bericht wird ganz unterschiedlich gedeutet. Die Historiker finden zwar keine Beweise für eine persönliche Beteiligung Waldheims an Kriegsverbrechen, aber der Präsident muss von Judendeportationen und Partisanenbekämpfung am Balkan und in Griechenland gewusst haben. Ihr Urteil: moralische Mitschuld. Das Thema ist derart heikel, dass am letzten Tag vor der Präsentation offenbar Druck auf die Historiker ausgeübt wird. Da waren wir praktisch an der letzten Seite unseres Berichts und wollten da noch mal drüber gehen, weil der amerikanische und belgische Vertreter gewisse Bedenken hatte. Das war so ein bisschen moralisierend auf dieser letzten Seite. Und bevor wir damit begannen, wurde der Vorsitzende, Professor Kurz, zu Herrn Klestil berufen, der damals wohl der erste Mann im Auswärtigen Amt war. Und dann kam Herr Kurz ziemlich aufgeregt zurück von diesem Gespräch mit Herrn Klestil und sagte, wenn wir das nicht ändern, dann wird die österreichische Regierung diesen Bericht nicht akzeptieren. Und wir fragen uns ja, woher wusste der, was da drin steht? Das wurde jeden Abend in einen Panzerschrank gebracht. Wahrscheinlich hat die Sekretärin ein zweites Exemplar angefertigt und dann immer weitergereicht. Ich war damals der Meinung, ja, der österreichische Geheimdienst war immer besser als der deutsche und der preußische. Das haben sie ja ganz elegant hingekriegt, die wussten alles. Die offizielle Übergabe des Historikerberichts sorgt für schwere Turbulenzen in der damaligen rot-schwarzen Regierung. ÖVP-Vizekanzler Alois Mock ist empört. Er will, dass Kanzler Wranitzky den Bericht zurückweist. Wranitzky selbst verteidigt Waldheim mit keinem Wort. In internen Krisensitzungen wird klar, die Koalition hängt nur mehr an einem seidenen Faden. Ja, meine Herren, das sind ja keine 10 Gebote Gottes, die Kommission verkündet. Ich möchte das deutlich sagen. Die Kommission hat einen Auftrag bekommen, zu untersuchen, ob während der Zugehörigkeit des Herrn Bundespräsidenten zur Wehrmacht, also zur deutschen Wehrmacht, irgendein persönlich schuldhaftes Verhalten vorlag. Ich kann nicht umhin festzustellen, dass Teile des Berichtes nicht den Tatsachen entsprechen, sondern auf Vermutungen und Hypothesen aufbauen. Daher sind die daraus gezogenen Schlussfolgerungen nicht aufrecht zu erhalten. Ja, ich bin sehr aufgeregt und sehr echauffiert erlebt. Es war ein nächtliches Telefonat, wo er von mir nicht mehr und nicht weniger wollte, dass ich diese Historiker in irgendeiner Weise zurechtweise oder ihre Ergebnisse korrigiere oder sie dazu bringe, ihre Ergebnisse zu korrigieren, was natürlich unmöglich war. Vernunft am Ballhausplatz und in der Hofburg verhindern eine Eskalation. Österreichs Politik wird von einer Frage bestimmt. Wie groß ist die Autorität des Staatsoberhaupts? Waldheim reagiert empört. In Wahrheit haben Sie, entschuldigen Sie, wenn ich das so offen sage, aber Sie lesen ja auch Zeitung und lesen die Zitate diverser Politiker vom Bundeskanzler abwärts. Haben Sie doch bei vielen Spitzenpolitikern keine Autorität? Das ist ein Blödsinn. Dagegen stelle ich mich sofort. Ich glaube, wir können das abbrechen, wenn Sie wollen, weil ich solche Fragestellungen schon nicht akzeptiere. Das lasse ich mir als Bundespräsident nicht zumuten. Ich bitte Sie, die Frage so zu stellen, dass sie für mich möglich ist, darauf überhaupt einzugehen. Sonst lehne ich ab, sie zu beantworten. Dutzende Bücher, Dutzende Analysen. Die Affäre hat das Bild Österreichs in der Welt völlig neu definiert. Das Jahr 1986 wurde zum innenpolitischen Schlüsseljahr für Österreich. Der Fall Waldheim veränderte das historische Bewusstsein einer ganzen Generation. Der Mythos Österreich als erstes Opfer Hitlers war so nach 1986 nicht mehr haltbar. Österreich, vor allem die österreichische Politik, aber auch weite Teile der österreichischen Gesellschaft, vor allem jüngere, besser gebildete Menschen in Österreich, haben erfahren, dass die Wahrnehmung Österreichs als das Land von Maria Theresia
und Mozart, die Ems, Mountains Music, Mozart, Maria Theresia, dieses Sound of Music Österreich, dieses Bild des netten Österreichs, das allen gefällt und das alle gern haben, Austria, how nice, dass das so nicht mehr stimmt, dass vielmehr ein anderes Stereotyp an die Stelle getreten ist, Österreich als das Land, das die Welt glauben machen will, Hitler sei Deutscher und Beethoven Österreicher geworden. Das ist mit Waldheim aufgebrochen und das ist durch Waldheim eben beschleunigt und hat zu Reaktionen geführt. Auch die Waldheim-Gegner von damals anerkennen heute, dass der Fall als Chance zur Neubewertung der Geschichte genutzt wurde. Innenpolitisch, die Große Koalition entsteht wieder im Sinne eines konsensualen Kraftaktes, eines Schulterschlusses. Außenpolitisch versucht man aus dieser drohenden Isolation, ich habe das mal als eine Art Waldheim-Ghetto bezeichnet, auszubrechen, den Aufbruch nach Brüssel auch zu inszenieren, der Weg nach Europa, zurück irgendwo nach Europa. Hier hat man versucht, auch wenn man so will, sinnstiftend identitätsspezifische Ersatzziele zu finden, wobei völlig ungewiss war, wie dieser Weg nun ausgehen. Das Waldheim, das ausgelöst hat, ist nicht sein Verdienst, dass es ausgehalten hat, ist quasi schon eine beträchtliche Rolle. Und dass er eigentlich am Schluss verstanden hat, eben nicht mehr zu kandidieren. Er wäre wiedergewählt worden, das ist außer Frage. Aber es war ganz entschieden gescheiter für das Selbstverständnis der Republik, dass er nicht zur Wiederkandidatur bereit war. Es war meine Aufgabe als Bundesparteiobmann der ÖVP in der Zeit, das festzustellen. Und ich bin ihm heute noch über dieses sehr verständnisvolle Gespräch dankbar, weil er auch mir damit Probleme erspart hat. Kurt Waldheim, der eine außergewöhnliche internationale Karriere hinter sich gelassen hat, um in Österreich Bundespräsident zu werden, ist schlussendlich über das Verdrängen der eigenen Vergangenheit gestolpert. Der Fall Waldheim aber hat Österreich nachhaltig verändert und einen wichtigen Baustein für das Selbstverständnis und den Umgang mit der eigenen Geschichte, dem Nationalsozialismus und dem Holocaust gelegt. Kurt Waldheim stirbt im Juni 2007 in Wien.